Bastelzeit und heute, da soll es mal wieder um das Ding hier gehen, so ein bisschen Nachlese oder ja, eventuell auch so ein bisschen Reparatur. Für die, die mehr zu dem Gerät wissen wollen, das ist ein Tablet auf Basis von Chromebook oder Chrome OS und das Ganze ist ein Convertible, das heißt, es gibt da so Tastaturen für unten dran und dann kann man da auch schön das Ding zum Tippen benutzen. Ich persönlich habe es mal so ein bisschen als mobiler Begleiter geholt, mit so der Hoffnung, okay, das ist jetzt, ich glaube, 10 Zoll oder so, das kriege ich noch halbwegs transportiert und es sollte eigentlich alles das können, was ich brauche, plus über Dongle gebastelt, kriegen wir halt auch irgendwie Hardware außen dran, gerade so Beamer, Drucker oder UART, also serielle Konfiguration, klappt halbwegs. Zufrieden bin ich mit dem so mäßig. Gerade so der Bereich Android-Apps oder Linux-Apps drauf laufen lassen, ist halt alles Emulation. Das ist extrem langsam und auch nicht ganz so zuverlässig. Gerade bei den Android-Apps kommt es immer wieder vor, dass nach dem Update Apps nicht laufen, einfach weil, naja, es ist halt kein Android. Aber ich habe auch noch nichts gefunden, was irgendwie meine Bedürfnisse besser abdeckt. Also muss das wohl weiterbleiben. Eventuell habt ihr aber schon ein Problem gesehen und zwar, ich hatte ja gerade hier diese wunderschöne Tastatur, die mit dabei war, die auch ganz praktisch ist, weil ist halbwegs okay von der Größe, kann man gut drauf tippen und geht hier magnetisch dran. Die hat aber zwei Probleme. Das erste Problem, das sehen wir hier, diese Tastatur hier, die funktioniert nämlich nicht mehr. Ja, egal, ob ich an oder dran mache, das Tablet erkennt die Tastatur gar nicht, das heißt also, ja, das ist Murks. Das war der erste Fehler. Und das ist auch der, um den wir uns heute kümmern wollen. Denn ich hoffe, dass ich die irgendwie wieder zum Leben erwecken kann. An der Stelle muss ich aber noch dabei sagen, das Gerät hat natürlich Garantie dabei. Das schließt die Tastatur ein und der Hersteller, also Lenovo, hat da auch relativ stressfrei mir eine neue Tastatur geschickt. Da kommt man dann aber zum zweiten Problem. Und zwar, naja, diese Tastaturen sind halt magnetisch dran. Und was ich gerne mache, das ist, sie dann einfach hier so nach hinten klappen, weil dann stürze nicht. Das Problem ist, dieses Magnetding hier. Der hält zwar gut, aber er hält halt nicht perfekt. Das heißt, wenn man irgendwo drankommt, kann das schon mal passieren, dass der irgendwie hier abgeht. Und naja, man merkt es eventuell nicht, wenn man wegzieht, dass die Tastatur liegen geblieben ist. Ja, das ist mir leider passiert. Und da kommt dann das zweite Problem von der Tastatur. Naja, das magnetisch heißt nicht nur, dass es abgehen kann. Das magnetisch heißt vor allen Dingen auch, dass es überall dran stecken bleiben kann. Das kann auf der einen Seite nervig sein, wenn das Ding nämlich zum Beispiel von unten an meinem Laptop klebt. Naja, mein Laptop nutzt Magnete, um zu erkennen, ob der Deckel zugeklappt ist, also der Bildschirm runtergeklappt ist oder nicht. Und ja, gerade beim ersten Mal ist mir das ein bisschen auf die Füße gefallen, weil plötzlich das Ding halt in Standby ging, alle Verbindungen weg, eher uncool. Kann aber auch eher tragisch enden. Naja, ich hatte mit der Ersatztastatur ein kleines Upsi. Ich wollte ein paar Boards reflowen. Dafür habe ich mir so eine Metallplatte geholt, habe die Boards da draufgelegt. Also die Metallplatte lag auf dem Schreibtisch. Boards draufgelegt, Metallplatte an der Seite geholt, in den Ofen geschoben und ja, da klebte wohl was von unten noch dran. Magnetisch. Ja, die andere Tastatur sieht entsprechend nicht mehr so ganz gesund aus. Ja, ein Reflow hält diese Tastatur offensichtlich nicht aus. Ich meine, technisch wird sie wahrscheinlich unten drunter noch funktionieren, wenn man es irgendwie schafft, hier das verbogene Plastik auf Seite zu kriegen. Die Elektronik wird es wahrscheinlich halbwegs überlebt haben, würde ich schätzen, Strich hoffen. Aber gerade die Magnete, die verlieren ja ihre Anzugskraft, wenn sie zu heiß werden. Und auch diese Pogo-Pins, die wir hier dazwischen haben, die dann auf das Ding draufgehen, auf das Tablet, die sind halt auch nicht mehr so ganz an Ort und Stelle. Aber hey, immerhin was Positives. Wir sehen jetzt, was sich hier drunter versteckt. Das heißt, wenn wir mal hier dieses Kunstleder-Ding ein bisschen auf Seite machen, hey, kann man es schon sehen. Da ist auf jeden Fall ein Flachbandkabel. Und das habe ich so ein bisschen im Verdacht, dass das die Schwachstelle ist von dem Ding. Und dieses Flachbandkabel eventuell, ups, hier fallen Tasten durch die Gegend, dass diese Flachbandkabel eventuell hier zwischen irgendwo kaputt gegangen sind durchs Hin- und Herbiegen. Denn ja, das ist so ungefähr das, was ich mir vorstelle, was da als erstes kaputt gehen könnte. Nun gut,
Ansonsten, ja, viel ist hier nicht zu sehen. Wir haben halt Metallverstärkung noch teilweise hinten drin. Haben, wie gesagt, das Board selber. Und was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, hier an der Unterseite vom Touchpad ist tatsächlich ein Button. Oh, das ist also das, womit wir wahrscheinlich klicken. Wobei, so wie es sich anfühlt, sind da mehrere verbaut. Also, ja. Gut, die hier werde ich wahrscheinlich nicht mehr retten können. Die ist ein bisschen zu warm geworden. Aber, naja, hey, haben wir immerhin einen schönen Blick ins Innere. Insbesondere hier, wenn ich gerade sehe, die Umschalttaste hat sogar zwei Bügel drin. Das ist schon Premium. Die meisten Tastaturen haben nur einen. Wobei hier, ach nee, Moment, das war alt. Alt, glaube ich, müsste hier gewesen sein, ja. Nun gut. Ich gucke mal, ob ich das weiter auseinander bekomme. Ist sehr ärgerlich für mich jetzt, weil das heißt, ich habe gerade gar keine funktionierende Tastatur. Und das Problem ist, diese Tastaturen kriegt man auch nicht wirklich einzeln nachzukaufen. Und selbst wenn, ich würde fast darauf wetten, dass die Tastatur locker 100, 150 kostet und das Tablet geht gerade gebraucht für etwa 170 oder so über die Theke. Es gibt halt inzwischen einen Nachfolger, da ist das dann immer so eine Sache mit den Preisen, die fallen dann ja sehr schnell. Nun gut, Plan steht, ich beschäftige mich hier mal mit Dingen zerlegen. Und da haben wir schon mal das erste freigelegt, was interessant ist. Ich hatte mich die ganze Zeit schon gewundert, wie zum Geier die Tasten gehen. Ob hier drunter unter dieser Folie, die hier ist, noch irgendwas ist. Aber nein, ist nicht so. Hier sehen wir so ein kleines Stückchen von Flachbandkabel, was hier reingeht. Und es scheint tatsächlich so, dass auf dem Metall hier, auf diesem Metallgerippe, hier in diesen kleinen Zwischendingern, wo die Tasten drauf sitzen, dass da, wenn wir hier hingucken, tatsächlich Traces drin sind. Das heißt also, die Traces sind offenbar in den Tasten irgendwie integriert oder sowas. Also hier diese Rubber Domes, die wir hier sehen, sind im Prinzip schon die Tasten. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Und schmeißt jetzt gerade meinen Plan ein bisschen durch den Haufen. Ich hatte gehofft, wenn es hier unten drin ist, dass wir einfach den hier wegmachen können und dann haben wir den unteren Teil. Die Elektronik ist wahrscheinlich hier unten irgendwo verbaut. Oder ja, verbaut gewesen. Wobei ich vermute mal, dass hier tatsächlich ein Board ist, wenn das hier so schön an der Kante runtergetropft ist. Und ja, das Kabel von hier oben geht einmal quer hier drunter durch und da hinten hin. Okay. Wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich hier, eventuell, dass hier noch ein bisschen was ist, aber ja, so wie das hier gefallen ist, viel wird da nicht sein. Touchpad selber könnte sogar noch am Stück sein. Mal gucken. Viel retten wird man, wie gesagt, nicht können, aber vielleicht kriegen wir es ja so weit, dass er tatsächlich reagiert. Das können wir gleich tatsächlich mal testen, weil jetzt ist ja hier der Magnet-Dings so weit freigelegt, dass wir wahrscheinlich den irgendwie mal ans Tablet halten können. Natürlich, nachdem ich geguckt habe, dass kein Kurzschluss drauf ist. Und dann kann ich eventuell ja schon mal sehen, ob es überhaupt noch technisch funktioniert, also von der Elektrik her. Und wie die Werte hier dazwischen sind, denn wenn wir die Werte wissen, dann können wir eventuell auch mal vergleichen mit der Tastatur, die nicht mehr geht, ob wir da schon irgendwas, das von der anderen, ob wir da schon irgendwas sehen können, wo ein Unterschied ist. Und ich glaube, das werde ich auch tun, bevor ich hier weitermache. Nicht, dass wir irgendwas noch da unten zerstören. Also, ich suche mal ein Multimeter an, gehen wir mal messen. Also schauen wir mal, ich bin jetzt hier im Diodentestmodus. Dann gucken wir mal erstmal hier bei der Kaputtnuss kriegen. Da ist 2,4, 1,9, 2,4 und Open. Komma 7.
Okay, also was mich halt wundert, der letzte ist open. Das sieht schon mal fast nach dem Defekt aus. 9. Nur 7. Okay, also der einzige, wo ich nichts messe, ist der äußere. Dann holen wir mal die ganze. Wenn sie noch ganz ist, das. Wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal auf Nummer sicher gehen hier. 0, 8, 0, ja, hier, 2,8. Also zum letzten habe ich hier auf jeden Fall Kontakt, was ich bei der anderen Tastatur nicht habe. Das kann man das Ganze nochmal rumdrehen. Da müsste man dann ja auch etwa dieselben Messwerte haben. 2, 4, yep. 1, 9. 2, 4, hier haben wir nichts. Zweiten war 0,7, glaube ich, hier auf dem dritten. Nee. Okay. Ah, da war die 0,7. Okay. Ja, ich glaube 0,7 auf dem anderen war andersrum. Aber wir haben auf jeden Fall hier auf dem letzten Pin etwas und das hatten wir vorher nicht. Dann holen wir doch einfach mal das Tablet, weil Kurzschlüsse waren, glaube ich, keine da, wenn ich jetzt richtig aufgepasst hatte. Mal gucken. Nein, 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 nein. Wunderschön. Das heißt also, wir sollten relativ safe sein, das auch ins Tablet reinzustecken. Dran zu stecken ist ja nur magnetisch. Also mal gucken, was passiert. So gar nichts, weil ich nicht weit genug rausbekomme. Können wir den, naja, das Flachbandkabel geht ja oben lang, das heißt, wir schneiden den einfach mal frei von diesem Stoff hier, der außen rum ist. Können wir mal gucken, sind die Magnete noch oh, die Magnete haben es tatsächlich überlebt. Das hätte ich nicht gedacht, die sehen sogar noch ganz gut aus. Okay, ich dachte, Magnete verlieren ihre Leistung dann. Okay, dann machen wir den mal hier dran. Er hat jetzt natürlich keine Magnete, das heißt, ich muss den irgendwie per Hand auch noch festhalten, fällt mir gerade auf. Und Königreich für mehr Hände. Ha! Das Touchpad geht. Jetzt gucken wir mal, können wir tippen? Nee. Tippen geht anscheinend nicht. Das ist wohl zu kaputt, die Tastatur. Und das. Aber Touchpad, wie gesagt, noch okay. Bis aufs Klicken natürlich, haben wir ja gesehen. Da ist auf jeden Fall etwas durch. Okay, interesting. Ja, wirklich weiter komme ich so aber nicht, ohne jetzt dann doch mal irgendwie hier unten in die Bereiche zu kommen, in denen ich die Technik vermute. Das heißt also, nibbeln wir uns mal weiter hier durch. Mit etwas Glück reicht es ja hier, diesen harten Plastikrand zu entfernen. Und mit noch mehr Glück geht dann einfach die Rückseite ab und ich kann irgendwie mich dahin vorarbeiten. Dann gucken wir uns die Sachen noch ein bisschen genauer an. Fangen wir mit dem Touchpad an. Touchpad haben wir ja schon gesehen, hat diesen Taster auf der Rückseite und ein kleines Flatflex-Kabel. Wir sehen da drauf auch ein IC. Das Logo ist Elan Microelectronics. Das ist ein Hersteller, der eigene Angabe Smart Input Devices macht. Ich kenne sie auch hauptsächlich von Touchpads. Das Ding hier, das bezeichnet sich selber als Elan 33316-3000.
ein Touchpad, was auch in anderen Laptops und so zum Einsatz kommt. Ich habe es jetzt zum Beispiel für Asus gefunden. Da kostet das Ding als Ersatzteil mal eben 60 Euro. Okay, das ist eine Ansage für so ein Touchpad. Interessant im Übrigen auch die eigentliche Touch-Seite. Normalerweise sieht man ja nur so einen schwarzen Belag, wo man mit dem Finger drüber geht. Wenn der aber weg ist, dann sieht das Ganze hier so aus. Ja, schönes Wiggle hier. Es geht die ganze Zeit irgendwie so links, rechts, oben, unten. Wir sehen jede Menge Vias und so wird dann kapazitiv abgetastet, wo denn gerade so die Finger unterwegs sind. Das ist dann die Technik dahinter. Das Hauptboard selber, ebenfalls noch eine Sache, warum möglicherweise das Ding hier gerade nicht so dolle lieferbar ist. Wenn wir nämlich in die Mitte gucken, da haben wir einen Mikrocontroller und zwar ein STM32F072CBU6. Ja, STM32 aktuell auch eher schwer lieferbar. Zusätzlich dazu finden wir am Rand diesen wunderschönen Header mit ja, wahrscheinlich Debug-Sachen. 3,3 Volt, Boot 0, SWCLK, SWDIO, Reset und Ground. Das sind genau die Sachen, die man braucht, um eine Firmware auf den STM32 zu spielen. Also anscheinend hier an der Stelle direkt programmierbar. Was mich so ein bisschen wundert, wir haben tatsächlich nichts drauf, was so aussieht, als ob es ein Spannungsregler ist. Das heißt, ich dachte ja eigentlich, es wäre USB. Ich gehe auch immer noch davon aus, dass es USB ist, aber nicht mit 5 Volt, sondern mit 3,3 Volt als Spannungsversorgung. Denn auch auf dem Verbinder, der in Richtung von diesen Pogo-Pins geht, habe ich nur 3,3 Volt gefunden. Das heißt also, ja, wahrscheinlich geht das dann eher in die Richtung. Und was wir auch schön sehen können von dem Verbinder, da geht direkt über so eine Spannungsableitdiode, also ESD-Schutz quasi, zwei Leitungen zum Mikrocontroller. Ich wette schon fast, dass das USB ist. Und am Mikrocontroller, von da aus gehen dann jede Menge Leitungen nach links zu diesem weißen und da hängt dann das Touchpad dran. Also wahrscheinlich stellt der dann die Verbindung her zum Touchpad selber. Was wir hier noch zusätzlich haben, das ist unten eine freie Lötfläche mit jede Menge Pins. Bin mir gerade nicht so ganz sicher, was das sein soll. Entweder für eine andere Tastaturvariante oder für eine andere Verbindung. Keine Ahnung. Nach oben haben wir jedenfalls dann noch jede Menge Dioden und entsprechend dann den großen Verbinder, der zur eigentlichen Tastatur geht. Die haben wir ja schon gesehen. Das ist anscheinend dann tatsächlich ein Flatflex, was irgendwie in diese Tastatur mit reingebaut ist. Okay, und ich denke, hier haben wir dann auch das Problem gefunden. Ihr seht, ich habe jetzt die Rückwand abgemacht. Dabei ist leider der hier rausgerissen. Aber ja, der Stecker scheint noch okay zu sein. Oder die Buchse hier. Mit Glück kriegen wir es also wieder zusammen und wir haben jetzt hier unser Flachbandkabel, das wo ich gesagt habe, da vermute ich, dass der Fehler sein könnte. Wenn wir jetzt mal gucken, das hier ist jetzt das neue oder das von der neuen Tastatur, die dieses kleine Upsi hatte, wohingegen das, was wir hier haben, entsprechend die Rückwand von dem ist, was original kaputt war. Und wenn wir mal gucken, der erste Pin geht auf das erste von denen hier, der dritte geht auf das zweite. Der mittlere Pin, das ist Ground, der geht auf 2 und 5. Die 4 geht auf den. Und der letzte, der geht normalerweise hinten hin und da piept nichts. Also da haben wir definitiv keine Verbindung, die wir eben ja schon gemessen hatten. Das heißt, da ist unser Problem. Wohingegen, wenn wir den hier holen, können wir nochmal gegenmessen. Wenn wir den ersten Pin holen, dann haben wir den hier auf den ersten. Der dritte auf dem zweiten. Der mittlere ist die Ground auf der 2 und 4, 5, die 4 auf der 4 und der letzte, der ist hier, wie wir sehen können, durchverbunden nach hier unten. Das heißt also, da haben wir unsere Verbindung, wo sie hingehört und das geht hier bei dem eben nicht. So, was wir jetzt machen können, ist mal hier ein bisschen reinpoken. Mal gucken, ob wir dann Kontakt bekommen. Nein. Tja, das heißt also, ich gehe davon aus, dass entweder das Kabel selber einen weg hat, wahrscheinlich hier in dem Bereich, oder hier die Lötverbindung von diesem Pogo-Pin einen weg hat. Denn der untere Teil von der Lötverbindung oder von dem Pogo-Pin, lass das hier nochmal ein bisschen genauer angucken, der ist normalerweise, ein bisschen heller hier, der ist normalerweise mit dem äußeren Gehäuse hier direkt drauf gelötet. Das heißt also zumindest hier unten dieser untere Ring, der sich nicht bewegt, den ich hier ja auch erreichen kann, da hätte ich schon Kontakt erwartet.
was bisher eben nicht der Fall ist. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal, hier ist unser Problem. Die eigentliche Tastatur hier hinten, die ist wahrscheinlich noch einsatzfähig. Und ja, hier können wir auch sehen, was auf der anderen Seite war. Da ist tatsächlich ein bisschen was an Metall drin, wahrscheinlich einfach nur um Gewicht reinzumachen. Und ansonsten ja, etwa das, was wir auch schon die ganze Zeit gesehen haben. Wir haben hier unten unser Board. Wir haben die eigentliche Tastatur hier, das Touchpad hier. Und das Touchpad hat dann zwei kleine Federn nach hinten, die entsprechend auf diese Rückwand hier drücken. Und hier drunter, da ist beim Touchpad ein Taster und hier eine Metallklammer, die dann zum Tippen genutzt wird. Okay. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Ansatzpunkt. Die Frage ist, wie komme ich hier oben rein? Das hier auseinander zu machen, war halt relativ einfach, weil ist halt nur ein bisschen geklebt und ich wusste ja schon grob, wo ich da dran kann, ohne was zu beschädigen. Aber hier oben der Bereich, schwierig. Der scheint mir jetzt nicht mehr ganz so schön auseinandernehmbar zu sein. Aber wir müssen ja definitiv auf die Unterseite hiervon, weil da ist die Lötstelle. Das ist die einzige Stelle, wo ich entweder das Kabel reparieren kann oder mir neues Kabel ziehen kann, um entsprechend die Verbindung wiederherzustellen. Schade. Na gut, ich probiere mich mal weiter, ob man das hier auseinanderbekommt. Okay, und hier sind wir dann, haben hier unser Ding und kommen von hinten zumindest an die Lötstellen dran. Ich habe das Plastik schon mal auf Seite gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier mal durchpiepen und gucken, ob es das Kabel oder die Pogo-Pins sind. Gucken wir mal, was das Kabel hier sagt oder ob das allgemein überhaupt geht. Der geht. Zweiter geht. Dritter geht. Vierter geht. Und der fünfte. Nope. Kein Signal. Es ist also tatsächlich das Flachbandkabel, was einen weg hat. Ja. Wie machen wir das jetzt? Das Flachbandkabel hier raus zu operieren, dürfte etwas komplizierter werden, denn hier ist halt noch diese ganze Plastikfolie drüber. Plus, hier ist es ja durchgefädelt und ich würde jetzt ungern den Stoff hier auseinanderschneiden müssen. Denn ja, ich würde es halt schon gerne möglichst am Stück wieder haben am Schluss. Wie kriegen wir das denn hin? Lass mal schauen. Wir müssten hier die Plastikfolie auf jeden Fall rausmachen, da kommen wir nicht drum rum. Danach wieder reinkleben irgendwie. Und gehen wir gerade hier wieder raus. So, ja, dann mal gucken, ob ich es nach oben einfach rausgezogen bekomme. Was wir auch noch machen könnten, wäre, ich meine, es ist ja eh kaputt, ne? Machen wir mal hier ein bisschen die Folie weg. Und ich steche jetzt einfach mal in das Ding rein. Mal gucken, ob wir da Verbindung haben. Nach da haben wir keine Verbindung und nach unten. So, nach unten haben wir Verbindung, nach oben nicht. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Problem mit dem Flachbandkabel. Hier in diesem Bereich, wo es geknickt wird. Also genau das, was ich schon vermutet hatte, dass das die Schwachstelle ist. Hat alles keinen Zweck. Die Folie hier muss so oder so weg. Fangen wir mit der mal an. Mal schauen, wie weit ich damit komme. Okay, neues Kabel drin oder altes und wir haben ja gesehen, ich hatte jetzt plötzlich zwei Teile, also ich denke, wir können relativ sicher sagen, dass hier oben in dem Bereich ein Riss drin war. Wir gucken, der hängt ja hier so im Prinzip, das heißt genau ungefähr hier in der Mitte, passt das? Ne, Moment, so rum. Ja, so rum, so runter, das heißt genau da oben in dem Eck. Da ist irgendwas mal gerissen gewesen und da ist auseinandergegangen. Ich habe zwar jetzt ziemlich hier rumgefuhrwerkt, weil der dummerweise hier in dem Ding auch noch eingeklebt ist, aber normal hätte das nicht so einfach reißen dürfen. Also ich gehe davon aus, das war schon angerissen, hat dann hier diesen einen Trace schon erwischt gehabt. Eventuell auch schon den daneben, weil das ist ja nur Ground. Das ist untereinander verbunden. Das heißt, das hätte auch sein können, dass der schon ein Problem hatte. Und ja, so ab
Hier ungefähr in der Mitte, da war wieder in Ordnung, weil die beiden Datenleitungen, die hier in der Mitte sitzen, die waren ja noch okay. Der ist auf jeden Fall kaputt. Das neue ist drin. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt hier unsere Verbindungen alle haben oder das auch irgendwie beschädigt haben. Also Nummer 1 Kontakt, Nummer 2 Kontakt und die 5 auch Kontakt. Die Datenleitung 1, okay, die Datenleitung 2, okay, und der hintere ist diesmal auch da. Wunderschön. Das heißt, wir haben das Ganze schon okay. Sieht's hier aus? Wieso ist das hier? Da klebt irgendwas an. Mut runter, das wollen wir nicht. So, muss nicht allzu gerade liegen, die Folie. Die ist wahrscheinlich nur. Gute Frage, wofür die ist. Ich wollte jetzt sagen, um ein bisschen Isolation zu kriegen, aber Isolation ist hier ja nicht notwendig. Ist ja eine Plastikrückseite, also. Na gut, ja, hier oben muss ich mal gucken, ob ich das noch ein bisschen mit Kleber benetze, dass das ein bisschen besser zusammenhält. Aber fürs Erste müsste das zum Testen reichen. Was wir aber zum Testen auch noch brauchen, ist definitiv die eigentliche Tastatur. Die haben wir noch hier. Das Problem ist, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das einstecken und gleichzeitig dann zumachen soll. Weil wirklich viel Platz hat man hier nicht, ne? Was ich halt machen könnte, wäre die Folie ab, dann haben wir mehr Platz. Ja, das müsste funktionieren. Das ist zwar nicht schön, aber was anderes fällt mir aktuell nicht ein. Also ziehen wir den etwas zurück. Dann können wir hier in Ruhe das irgendwie hier unten einstecken. Das sieht gut aus. Der ist drin. Nicht ideal, aber mal gucken, was passiert. Mit Glück klappt's ja. Also, schauen wir mal. So, was passiert, wenn ich es dran mache? Andere Tastatur angeschlossen. Das klingt schon mal gut. USB-Gerät erkannt, klingt auch gut. Klappt mein Touchpad? Ja. Das sieht schon mal gut aus. Tippen geht auch. Und die Tastatur. Yay! Ich kann wieder tippen. Also, es war tatsächlich dieses Kabel. Gut. Jetzt muss ich das Ganze nur noch irgendwie so zusammen machen, dass es nicht beim nächsten Mal wieder auseinanderfällt. Und eventuell darauf achten beim nächsten Mal, wo die Tastatur so rumliegt. Aber ich denke, so ist das schon ganz okay. Allzu viel werde ich da wahrscheinlich nicht mehr machen. Eventuell hier und da einen Tropfen Kleber nochmal drauf. Aber gefällt. Okay, ich suche mal ein bisschen Kleber, mache das fest und gucke, was wir hier mit den ganzen Resten machen, die jetzt hier noch so rumliegen. Ersatzteile. Okay, das war doch etwas erfolgreicher, als ich befürchtet habe. Ich habe jetzt wieder eine funktionierende Tastatur. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen hier Gewebeklebeband drum gemacht, einfach nur mal, um sicher zu gehen, dass es hier oben nicht auseinander geht. Die Unterseite ist geklippt, da sollte eigentlich nichts passieren. Ja, und jetzt kann ich dann zum Glück hier mein kleines Tablet dann doch wieder benutzen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass das deutlich angenehmer zu arbeiten ist, wenn man eine komplette Tastatur vor der Nase hat. Ist jetzt natürlich die Frage, wie lange dann die hier durchhält, denn naja, das Problem mit dem Flachbandkabel, dass das hier ständig geknickt wird und quasi das komplette Tablet draufsteht, das ist natürlich Bauseits und kann ich jetzt nicht beheben, wenn was anderes kaputt geht. Naja, zumindest mal Controller und Touchpad habe ich dann jetzt noch eins auf Reserve und haben wir ja gesehen, die Dinger sind noch nicht mal ganz so günstig, also zumindest mal das Touchpad. Ja, hätte ich deutlich günstiger eingeschätzt, kann jetzt natürlich aber auch sein, dass ich nicht genau genug geguckt habe und das einfach nur Mondpreise waren. Und hey, ein Board mit dem STM32, was hier irgendwo unten drin sitzt, das ist ja auch nicht wirklich eine schlechte Sache. So oder so, Ding läuft wieder und ich weiß, was drin ist und hoffe einfach, dass das damit ein bisschen länger das tut, was es soll.